So, es geht los. Wir haben abgelegt bei der Hude um 16.10 Uhr. Den Anfahrt auf die Schleuse bei der Hude. Vor uns fährt Dieter. Wollen wir mal sehen. Die Fahrt beginnt. Ja, was haben wir denn? Sag mal das Datum, Werner. 11. Montag. Genau, alles klar. Ich schalte mal wieder ab hier, weil ich am Steuer gebraucht werde. Ja, 10. Alles klar. Gut. So, wir fahren auf eine Lesung. Wir hatten an der Schleuse Probleme, weil ein Schiff sich festgefahren hatte. Wir sind eine Stunde später, als wir wollten. Da vorne ist die Burger Brücke. Wassersportverein Neptun. Aber wir kommen nach Elsfleet. Kein Problem. Noch viel Wasser in der Lesung. Wir machen daher nochmal Stopp und stellen den Mast. 20 Minuten und dann geht es wieder weiter. Der Mast steht. Wunderbar. Es läuft noch ab. Die Sonne senkt sich langsam. Werner hat sich eine Pfeife angesteckt. Oh. Und muss noch gerade ausfahren. Ja. Alles bestens. Alles hat funktioniert. Und ich hole mir jetzt einen Alster und stopfe mir auch eine Pfeife. Dieter ist irgendwo entfleucht, voraus. Mal sehen. In Elsfleet holen wir ihn wieder. Hinter uns liegt Blumenthal und Bremen. Wir fahren abendlichem Niedrigwasser jetzt Elsfleet entgegen. Hier ist schon Sandstrand zu sehen. Und da wollen wir hin. In der Schweiburg, kurz vor Einfahrt ins Absersiel. Werner behütet noch den Anker da vorne, falls wir ihn noch mal brauchen. Wir tuckern so mit 1000 Touren mit der Tide in die Schweiburg, aber wir werden wohl noch nicht ganz hochkommen, weil es noch nicht genug Wasser ist. Jawohl. Da hinten sieht man schon die Steilkante vom Absersiel, wo es gleich reingeht. Das wird nochmal richtig spannend. Jawohl. Diesel läuft wieder, Klo repariert, geht auch. Regen hat aufgehört, jedenfalls zeitweise. So, Mittwoch, 8:30 Uhr. Wir sind in den Mittelpriel eingelaufen. Wischen uns an die Brücken halten. Werner macht den Anker klar. Hier ist alles ruhig. Noch einen Meter tief, Meter unterm Kiel. Und in ungefähr einer halben Meile ist der Priel dann zu Ende. Da ist das Wacken hoch. Da werfen wir dann Anker und warten aufs auflaufende Wasser. Aber noch alles gut. Werner, ist der Anker klar? Wunderbar. Dann können wir ja, wenn es gleich nötig ist, Anker werfen. Dieter ist ein bisschen zurückgeblieben. Er will erstmal sehen, wo wir aufbrummen und kommt dann längsseits. Jo, Mittelpriel, Fahrtrichtung Fellerbader Siel. Daher geht's weiter. Ja, wenn das Schiffsteuer fahren eine Mischung aus Seekartenkurs. Seekarte ist natürlich neu, hier diese hier. Und Brücken, die fehlen, wenn wir haben, sind noch nicht gekriegt, dieses Jahr wegen Corona. Und es stehen die alten Brücken und zum Teil fehlen aber auch alte Brücken. Da muss man dann nach Echolot und Seekarte fahren. Aber das ist ganz gut, denn nach 2,50 Meter unter dem Kiel, der Mittelfrieden ist hier sehr gut. Eine Einfahrt, das passt man teilweise nur 70 cm unter dem Kiel, wo da die Weser direkt durch. Jetzt sehe ich die nächsten Brücken. Halte darauf zu und weiter geht. Noch ungefähr 500 Meter, dann ist er noch flacher und dann schmeißen wir Anker, bis die Flut kommt. Das war's. Ja, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gern einmal wiedersehen will. Ah,
siehste, so geht das. Wir sind morgens unterwegs auf der Schweiburg mit einer halben Windstärke. Aber ganz leise ist es hier. Der Nebel ist gerade am Steigen. Wunderbarer Sonnenaufgang. Da hinten liegt Brake am Horizont. Gänse fliegen auf unter Geschrei. Jetzt drehen wir uns langsam Blick Richtung Bremerhaven. Da ist die Schweiburg-Barke. Und da hinten mündet die Schweiburg, ein linker Nebenarm der Weser, in die Weser. ...3,9 Knoten. Da ist noch Dunst und wir sind schon in der Sonne. Da hinten ist zunächst Großensiel, Nordenham und danach um die Ecke Bremerhaven. Und da waren wir heute hin. Haben viel Zeit mit viel ablaufendem Wasser. Und da Vollzeug. Aber feucht ist es hier überall. Braucht jetzt erstmal eine Stunde Sonnenschein, bis hier alles trocken ist. Schweiburg. Das war auch mal meiner. Nee, das war Brise. Ja. Der fliegende Butt. Da fährt er dahin. In der Halle gelandet.
bestens. Jetzt müssen wir ein bisschen gleich den Hammelbraunen Dreck auflösen. Hier. Und dann kann der Winter kommen.